Vom Strunz geht. Lukas bleibt und Cosimo muss liefern und damit Good Morning in the Morning, Dennis. Good Morning in the Morning, Renke. Wie geht es dir? Ganz gut, danke der Nachfrage. Ein Ende ist absehbar. Und du so? Ja, auch ganz gut. Dafür, dass wir uns das letzte Mal vor paar 13 Pounds Stunden das letzte Mal gehört 18 Stunden? 18 Stunden, 16, ja, ja. 17? Und ich habe dazwischen so nicht geschlafen. Echt nicht? Nee. Ich auch nicht. Nee, ich auch nicht. Ja. Aber ich habe gesagt, ich war bis drei wach und um sieben haben wir gepodcastet. Tja, so muss das sein. Ja. Nur so wird das Dschungelcamp ein gutes Camp. Ja. Meine Güte. Na, ich bin schon ganz froh, dass Sonntag wird hart. Ja. Die Aufnahme. Also für alle, die es nicht wissen, wir können das jetzt ja schon mal ankündigen. Bevor wir gleich über den tollen 14. Tag im Dschungel reden. Samstagabend kommen wir vielleicht irgendwann nach Hause. Ja. Oder aber wir müssen am Sonntagmorgen die Folge nachgucken und dann irgendwie im Laufe des Mittags am Sonntag aufnehmen. Ja. Oder so. Sonntag ist hier nämlich in Berlin eine Sportgroßveranstaltung. Die wir aus kulturellen Gründen beiwohnen wollen. Ja, so viel darf ruhig verraten sein. Dennis, es ist ein toller 14. Tag gewesen. Ja. Wir haben fast eine monothematische Sendung erlebt, obwohl eigentlich stimmt nicht ganz. Die war schon zweigeteilt entlang der Prüfung, aber trotzdem ging es irgendwie immer um das gleiche Thema. Es ging um Streit, sich verkrachen, es ging um Versöhnung oder eben das Ausbleiben ja. der Versöhnung. Das war so das Thema, das uns durch den ganzen Abend mitgenommen hat, Dennis. Und ja, ich meine, klar, liegt irgendwie auf der Hand, dass wir über Lukas reden müssen und die Eskalation mit Gigi und Papis. Aber am Anfang möchte ich ganz gern mit dir über Claudia reden. Erstens ist sie raus. Ja. Wie finden wir das? Ich glaube, das finden wir gut, weil sie ist durchgespielt. Also da kommt nichts mehr wieder. Also da wurde einfach eine halbe Million in den Keller versenkt tatsächlich. Weder gab es Juicy Effenberg-Geschichten noch irgendwas anderes. Wir haben nur die eine Geschichte vom Krokodil bekommen, wo sie es nicht mal fotografieren konnte, weil Fotos-Handys noch nicht erfunden waren. Sie war tantig. Tantig, aber das ist auch nur in den ersten drei Tagen. Das ist ja schlimm. Ja. Wenn sie zwei Wochen lang tantig gewesen wäre, dann hätte ich das doch genommen. Aber ich glaube, sie war tantig, sie war prollig, sie war nervig. Schon all das, was man auch von ihr erwartet hatte, aber sehr runtergefahren irgendwie. Ja. Als wenn das so eine Claudia Effenberg auf 20% war. Ja, also vielleicht ist es einfach auch jetzt der Erfahrungslevel, den sie hat, dass man das jetzt nicht mehr so hochkochen muss in diesem in so einem Dschungel. Ich glaube, eine Claudia Effenberg wäre in den einstelligen Staffeln nochmal anders gewesen. Stell dir vor, wir gehen ja gleich dahin, aber stell dir vor, sie wäre statt Gigi mit in die Prüfung gekommen. Oder statt, noch besser, statt Papis. Dann wäre es anders eskaliert. Dann hätte vielleicht nochmal das Feuer in ihr entfacht werden können, dass wir jetzt über 14 Tage gesucht haben und gehofft haben, dass es rauskommt. Aber es war leider nicht so. Nee, sie hat sich am Ende auch mit Gigi wieder vertragen. Nee, nicht am Ende, ganz zu Anfang. Ganz da habe ich schon gedacht, oh Gott, diese Folge geht in die ganz falsche Richtung. Mir ging es nicht so gut, muss ich sagen. Ja, aber dementsprechend ist jetzt quasi ihre Geschichte auserzählt. Und damit ist, glaube ich, der gute Moment, dass sie jetzt geht. Das andere vielleicht hat ja, wir können es ja direkt erwähnen, hat ja noch Cosimo bekommen. Auch an seiner Stelle habe ich das Gefühl, dass seine Geschichte vorbei ist.
Also ich wäre jetzt nicht traurig, also ich wäre natürlich etwas traurig gewesen, aber ich wäre nicht böse deshalb. Er hat schon so ein paar Tage so einen Durchhänger irgendwie, ne? Und kommt nicht mehr so richtig, richtig gut aus sich raus und es passiert nicht mehr so viel, ne? Er ist irgendwie müde, er ist hungrig, er ist abgekämpft. Und dann ist das halt irgendwie so, aber er ist da auch irgendwie ein bisschen mit sich im Reinen. Das ist eigentlich auch ganz, ganz schön, das so mal anzusehen, finde ich. Aber es ist halt nicht unterhaltsam. Ich glaube aber, hatte er schon mal ein Vielleicht? Nee, das ist, glaube ich, sein erstes Vielleicht. Und ich kann mir vorstellen, dass das nochmal was in ihm auslöst und dass er nochmal sagt, okay, einmal gehe ich noch in die Prüfung, jetzt will ich es wissen. Es wird vor allem auch was bei den Zuschauenden auslösen, die natürlich sagen, oh nee, den wollen wir ja gar nicht raushaben, deswegen gibt es nochmal einen Boost tatsächlich. Also das Vielleicht ist ja quasi eine doppelte Chance. Einerseits, weil die Leute erinnert werden, oh, den haben wir ja ganz vergessen, den würden wir aber trotzdem gerne drin lassen. Und der Kandidat oder die Kandidatin hat nochmal so 24 Stunden, um sich nochmal zu beweisen. Morgen dürften aber zwei rausfliegen. Das in der Tat. Wir werden morgen wahrscheinlich zwei Auszüge sehen. Oder, nee, Moment mal, aber wir haben noch die Samstagssendung, da zieht doch auch noch einer aus. Wie viele sind da jetzt noch drin überhaupt? Sechs. Sechs Leute. Und Sonntag müssen drei übrig bleiben. Ja, okay, dann müssen in der Tat noch, also es müssen jetzt mal demnächst zwei Leute ausziehen gleichzeitig. Genau, entweder heute, also ich meine, und ich glaube, es wird morgen sein, damit es noch ein bisschen Überraschungseffekt hat. Ja. Denn wenn die es morgen nicht machen, ist es klar, dass es übermorgen passieren muss. Ja. Weil alle wissen, dass drei zum Finale übrig bleiben müssen. Deswegen, glaube ich, werden wir morgen tatsächlich zwei Auszüge sehen. Ja, stimmt. Das wird nochmal haarig. Ja. Das heißt, er braucht auf jeden Fall einen guten Boost. Er braucht eine Dschungelprüfung. Bist du schon? Ja, ja, genau. Und er braucht eine Dschungelprüfung. Und warte mal, ganz kurz, da ist aus der Regie meldet sich gerade was. Ja. Aha. Ja. Okay. Actionprüfung. Dennis, jetzt kommt der Krieg der Sterne. Ja! Seine Chance wird morgen kommen. Und es wird genau das eintreten, was wir schon seit Wochen, gefühlt seit Jahren hoffen, dass er immer wieder ausrutschen und wegfallen wird. Und ganz viele Mamma Mias und Madonnas später sitzt er trotzdem auf seinem Platz und die Aufgabe ist gemeistert. Ja, oh ja, das finde ich gut. Bitte, 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 RTL. Morgen Krieg der Sterne, bitte. Was dagegen spricht, ist, dass wir heute schon eine Prüfung mit drei Leuten hatten, ne? Ja, ist das mittlerweile ein Ausschlusskriterium? Also ich weiß, dass in den ersten vielen Staffeln vom Dschungelcamp war die Einzelprüfung das Ding, aber in den letzten Jahren waren wirklich Mehrfachprüfungen, also wo mehrere Leute gleichzeitig reingehen, schon eher der Standard. Weil es dann die Möglichkeit gibt, wie wir heute gesehen haben, ist, dass tatsächlich die eine Person nicht das nur Narrativ kontrolliert, wenn sie da rausgeht. Es müssen da schon dann jetzt mindestens drei tun. Und wenn zwei sich entscheiden, oder wenn zwei sagen so, nee, das, was du erzählst, ist Quatsch, du hast uns gerade was anderes erzählt, dann sehe ich da nur im RTL so die Sendeminuten aufblinken, wie so Dollarzeichen in den Augen. Ich möchte mich hiermit übrigens erneut beim RTL um eine Stelle als freier Redakteur fürs nächste Jahr und möchte das mit einem kleinen Pitch tun. Ich möchte Folgendes vorstellen, und zwar die doppelte verheimlichte soziale Kontrolle. Folgendes Konzept. Zwei Personen gehen in eine Dschungelprüfung oder meinetwegen auch drei. Es müssen so sechs bis sieben Leute noch im Camp sein, vielleicht auch acht, das geht auch noch. Man teilt die Camper in drei Gruppen auf. Die erste Gruppe ist die, die halt von den Campern für die Dschungelprüfung auserwählt wurden. Die gehen hin. Kurze Zeit später wird eine Gruppe von weiteren zwei Campern gerufen und die müssen dann irgendwie weggehen zu so einer Art Schatzsuche. Den Schatz, den sie finden werden, ist aber eine kleine Kabine oder ein kleiner, ja, so eine, wie kennst du diese Spiegel, wo man nur in eine Richtung rausgucken kann. Ja. So eine schalldichte Kabine, wo die Prüfung sehen können, die beiden oder die drei da tatsächlich vollziehen.
dann ist es so, dass die wieder ins Camp zurückgeleitet werden, bevor, also während die, also man kann ja mit den Interviews vor dem, vor der Prüfung mit den zu Prüfenden durchführen und währenddessen die Camper in diese Kabine führen. Dann gibt es Interviews nach der Prüfung, dann werden die Camper wieder zurückgeführt, aber nicht direkt ins Camp, sondern kommen wieder in irgendeine andersartige Konstruktion, in die sie sich reinsetzen und die beobachten dann, was im Camp passiert. Dann kommen nämlich die Leute aus der Prüfung zurück, gehen ins Camp und berichten von ihren Heldentaten oder davon, wie irgendwas war. Und dann kommt zur großen Auflösung die dritte Gruppe, die Beobachter, zurück ins Camp und alles kann nochmal diskutiert und aufgelöst werden. Das hat sehr große Psychologie-Experiment-Vibes der 50er Jahre. So, wo das, so hat das die Wahl. Ich möchte das, ja, also ich sag's, wie es ist, lieber RTL. Ich bewerbe mich hiermit mit dieser tollen Idee ganz gerne als freien Redakteur für nächstes Jahr. Ich bringe auch meinen weißen Kittel mit. Ah, sehr schön. Ja, da kommen wir mehr oder weniger zum Main Act des heutigen Abends. Ah, wollen wir jetzt schon? Ich weiß nicht, ich habe das Gefühl, wir müssen noch was anderes machen, weil wir müssen so ein bisschen uns noch drumherum entlang friemeln. Wollen wir nicht erst über Cecilia sprechen? Wir waren schon bei Auszügen. Ja, tun wir das noch kurz. Machen wir kurz hier so einen Zwischengang. Ja. Ihr Zwischengang war bei McDonald's. Aber ihr, ja, genau. Und der Zwischengang war auch reichlich, der war schon mehr als ein Hauptgang. Ja, Cecilia ist ausgezogen und Cecilia war ja schon vorher die Zuschauerkandidatin / Playboy-Kandidatin. Es war jetzt nicht so viel Inhaltliches, weshalb sie jetzt ins Camp getrieben hat. Es hat sich auch während des Camps jetzt nicht so viel krass rauskristallisiert. Naja, bis auf diese halbe Streit mit Tessa, der aber eher... Der dann ja auch schnell nervig wurde. Ja, also aber schon ein Streit, aber. Aber du kannst ja halt auch keine Streitfarben senden oder so, oder Alpaka streicheln oder sowas. Deswegen hat sie das Los oder die Streichholz gezogen des persönlichkeitsbefreitesten Dschungelcampers, / Camperin, und sie wurde Werbeopfer von McDonald's und RTL. Ja, ich weiß gar nicht. Ich weiß gar nicht, ob das persönlichkeitsbefreiteste Camper ist, denn mit dem macht man ja in der Regel gar nichts, Markus, sondern die schickt man ja einfach zurück ins Hotel. Hier hat man was gemacht. Es stellt sich ein bisschen die Frage, ist das vorher schon ausgemacht, dass es da diesen Werbedeal gibt? Ist das eine Option, die da verkauft wird? Sind die für die Werbung, also werden die extra bezahlt, wenn sie da teilnehmen? Weil die sind ja dann auch Teil von einer McDonald's-Werbung. Hast du da Hintergrundwissen, Dennis, wie also das so vertraglich weiß, aussieht? Ich weiß nur, dass McDonald's das hart gebucht hat und es war klar, dass das passieren wird. Mhm. Das ist einfach Teil des Deals. Ist auch nicht das erste Mal. Genau, ist auch nicht das erste Mal. Ich vermute mal, es gibt dafür kein Geld extra. Die spannende Frage ist, wissen die überhaupt, dass die Teil der Werbung ist? Weil das Ding ist, das ist ja offiziell keine Werbung, sondern das ist eine Produktplatzierung. RTL hat sich aus redaktionellen Gründen entschieden, wir würden gerne mit Cecilia Burger essen gehen. Und in der Nähe war zufällig ein McDonald's. Achtung, es kommt zufällig, dass auch die Firma McDonald's uns produktplacementmäßig unterstützt. Und deswegen, der Beitrag war ja wie, der hat ja auch geschrieben, sie möchte gerne Burger essen und da hat man halt geschickt um sie herum so eine McDonald's-Filiale halt platziert. Das heißt Product Placement. Das ist keine Werbung. Ist es eigentlich immer die gleiche McDonald's-Filiale, die wir jetzt in den letzten Jahren gesehen haben? Ich glaube ja. Man müsste mal das zusammensuchen und gucken, wie sich, ob die mal renoviert wurde. Ja, ne? Habe ich auch schon gedacht. Aber das habe ich auf die Schnelle jetzt nicht hinbekommen. Währenddessen. Ich habe versucht, so ein paar Bilder zu googeln, aber bin nicht so richtig fündig geworden. Zumindest nichts, auf dem man was hätte erkennen können. Ich finde es auch super, dass sie da noch immer, also dass sie da zu diesen Menschen da geschickt werden, anstatt einfach wie alle anderen mittlerweile im 21. Jahrhundert an dieses Terminal zu gehen. Ja, erst am Terminal bestellen und dann diesen Trick mit dem Pinchen anwenden, um dann links unten das Windows-Symbol zu klicken, um dann Shutdown zu drücken. Das Beste ist ja, bei McDonald's ist ja, das ist ja hat mit den Automaten ja wieder durchgezogen. Die Eskalationsstufe ist ja nur Burger King, wo tatsächlich mittlerweile fast durchgängig die regulären Kassen einfach geschlossen sind.
Ja, genau, man kann gar nicht mehr. Aber das Allerschlimmste, was wir in die Richtung erleben, jetzt, wir driften jetzt ein bisschen ab in so Themen, die wir normalerweise in unserem regulären Podcast besprechen. Das Allerschlimmste dieser Automatenseuche ist IKEA. Oh ja, ein Hotdog bestellen an diesem Ding. An einem scheiß Automaten bestellen. Also das war wirklich, das habe ich dann auch nicht gemacht einfach. Da war ich dann bockig. Ansonsten bestelle ich sehr gerne an der Automaten, weil ich da einfach nicht mit Menschen sprechen muss. Ja, das kommt mir auch entgegen. Mir fehlt das in Hotels tatsächlich als so Check-in-Option. Aber das gibt's doch teilweise. Naja, aber nicht in den, also ich war letztens zufälligerweise in einem 5-Sterne-Hotel in Porto für eine Nacht. Und das war mir schon zu viel soziale Interaktion. Vor allem drohte, ich sah da so einen Menschen, der scheinbar... Oh nein, der wollte deine Koffer tragen. Oh Gott, das ist so eine... Boah, ich habe tatsächlich, ich habe 5 Minuten verschämt in die Ecke geguckt, bis ich habe abgewartet, dass der quasi einen Auftrag hat und dann bin ich einchecken gegangen, weil ich wollte nicht meinen Koffer loswerden. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ja. Nee, ja, nee, das kann ich gut nachvollziehen. Sie hat dann auf jeden Fall bestellt und zwar ein Big Mac Menü und dazu noch eine Chicken McNuggets Packung. Sie wurde gefragt, wie viele, ob es denn 10 genug sein, hat sie gesagt, ja, die größte möchte sie gerne haben. Es wurde nicht aufgelöst, wie groß die größte Packung, Portion Chicken McNuggets in Australien ist. Sind das nur 10? Das wäre ja lächerlich. Gucken wir noch mal. Mich würde ja vorher interessieren, das können wir ja währenddessen beklären. Ist festgelegt, welches Menü sie essen muss? Muss es das Big Mac-Menü sein? Weil ich finde, der Big Mac an sich ist schon der mieseste Burger auf der Karte. Findest du? Ich finde die Soße ja grandios. Ja, die Soße ist okay, aber das Ding besteht ja nur aus Brot. Du bist ja beschissen dabei. Ja, du bist einfach, man sieht auch, dass du einfach ein völliger McDonald's-Noob bist. Denn man nimmt die mittlere Schicht Brot raus. Aber ich habe dafür bezahlt. Ja, das ist ja schön. Aber dann hast du einfach, dann hast du 2 Patties übereinander. Ach, nee, aber das verstehe ich nicht. Aber wie gesagt, ich bin auch großer Fan von Burger King, von den Burgern. So, oh, es gibt Chicken McNuggets und es gibt Chicken McBites. Ja, nee, jetzt kommen, wir wollen aber die Größe wissen. Ja, 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 ich nicht, guck, was es lädt, es lädt, es lädt, es lädt, es lädt, es lädt. Ich möchte sagen, dass... Sie, also Cecilia hat gesagt, das ist der beste Burger, den sie gegessen hat. Lüge. Und dann war das auch noch so ein richtig traurig ausschauender Big Mac. Also die haben nicht mal darauf geachtet, dass sie für das Product Placement irgendwie einen sauber zusammengesetzten Burger dahinstellen. Das Ding war einfach schon halb auseinandergerupft, als sie die Schachtel aufgemacht hat. Meine Güte. Weiß die McDonald's-Filiale dort vor Ort und weiß McDonald's Australien, dass sie gerade Product Placement für McDonald's in Deutschland betreiben? Die kommen doch, ich bitte dich, die kommen da doch mit Kamera rein. Ja, aber... Und das ist jetzt ja auch nicht zum ersten Mal passiert. Ja, vielleicht wundern sie sich mittlerweile, da kommen immer Deutsche jedes Jahr mit so einer Kamera. Einmal im Jahr kommt ein deutsches Kamerateam mit Menschen in so einem blauen Top oder roten Hose. Also es steht auf der Webseite nicht, wie viele Chicken McNuggets in so einer Portion sind. Weißt du, wie das... Lächerlich. Weißt du, wie das McDonald's hier Programm dort heißt? Dieses My irgendwas. Wie heißt es in Deutschland? My McDonald's oder nee. So? Ach, du meinst das Punkteprogramm? Ja. Oh Gott. Entschuldigung, ich musste gehen. Ich weiß gar nicht, wie das heißt. Heißt es My Points oder so in Deutschland? Ja, in Australien heißt es My Meckers. Meckers? Ja, mit Doppel-C. Okay. Meckers. My Meckers. My McDonald's. Ja. My McDonald's. Wir schweifen komplett ab, weil wir so ein bisschen um den heißen Brei rumreden. Weil ich habe 308 Punkte, Dennis. Schön. Ich krieg eine Apfeltasche umsonst. Geil. Warum wusste ich das nicht? Es ist 1984, wir haben den Social Score. Wie viele Punkte hast du? Komm, das muss jetzt noch sein, dann kommen wir aber wirklich zum Thema. Sekunde. Das sind garantiert mehr. Garantiert, nee. Du bist ein Punktesammler. Du sammelst Ich weiß, aber bin nicht so oft bei McDonald's, weil, wie gesagt, der vegane Burger ist scheiße. Ich habe 120 Punkte. Ah, 190, aber du hast die bestimmt. Nee, 120, es wechselt. Aber dann hast du, ja, das wird immer mehr. Es wächst an. Inflation. Das würde vorgaukeln, da würde was passieren. Aber 196 Punkte sind letztens verfallen.
Wo kann man das denn sehen? Im Punkt im Sammelverlauf. Gut, nee, das ist mir jetzt zu viel Arbeit. Gut. Dschungelprüfung. Ja, damit hat es angefangen. Es war eine Fressprüfung. Nee, damit hat es nicht angefangen, Dennis. Du bist im Delirium, du hast zu wenig Schlaf. Das war ziemlich genau der Teiler der Folge. Es gab vor der Dschungelprüfung und nach der Dschungelprüfung. Ja, aber es hat... Vor der Dschungelprüfung hat sich Claudia noch wieder vertragen doch. Ja. Mit Gigi. Und die haben sich in den Arm genommen. Und sie hat gesagt, ach, du bist so wie mein Sohn. Also so ähnlich. Ich kann es gut verstehen. Versöhnung, Liebe. Aber es war der Kristallisationspunkt für die Ausgangsstory mit Lukas. Das war's. So, es gab wieder einmal eine Fressprüfung. Wir sind keine Fans von Fressprüfungen, haben wir schon tausendmal jetzt gesagt. Im Gegensatz zu Lukas, der tausend Dinge nicht gesagt hat. So. Oh ja. Also es gab ein Post-Interview quasi nach der Prüfung. Ja, aber erstmal musst du sagen, was passiert ist. Papis musste essen. Ja. Und zwar jeden Gang. Ja. Es gab immer einmal was zu essen, einmal was zu trinken. Und dann durfte er sich immer aussuchen, wen er denn jetzt für den Gang mitnimmt. Ja. Und beide müssten auch essen für den Stern. So. Genau. Und beide müssen für einen Stern aufessen. Also zuerst gab es was zu essen. Wenn das beide aufgegessen haben, gab es einen Stern. Dann gab es was zu trinken für diesen Gang. Wenn beides aufgetrunken haben, gab es einen Stern. Und dann konnte er wieder aussuchen, wer den nächsten Gang bekommt. Und er hat eigentlich ist er immer abgewechselt, mehr oder weniger, zwischen Lukas und Gigi. Und ja, stellt sich raus, sie haben zwei Sterne nicht bekommen, weil Lukas zwar artig alles getrunken hat, so wie auch Gigi, aber mit dem Essen nicht hinterherkam. Er hat sehr langsam gegessen und konnte die Sachen nicht runterschlucken, weil es ihm zu trocken war, wie er gesagt hat. Ja. Die Leistung an sich war nicht gut. Ich fand, ja. der hat nicht nur, das war ihm, also es mag sein, dass das zu trocken war, das kann ja auch immer vorkommen, es gibt ja Leute, die können das besser und schlechter, und so will ich gar nicht sagen, aber die Leistung war nicht gut, weil er einfach auch sehr langsam gegessen hat. Er hat sich kein Stück angestrengt. Nee. Das war einfach der typische, ich bin Lukas Cordalis, ich weiß, wie man eine Steuererklärung ausfüllt. Genau der gleiche Lukas war das, nur halt jetzt in der Fressprüfung. Ja, ja und dann kam es wieder zum Interview. Und da waren die beiden so ein bisschen, glaube ich, frustriert. Papis und Gigi aber noch nichts gesagt. Und dann hat so Lukas in so einer halb, weiß ich nicht, um die Stimmung auch so, keine Ahnung, in so einem sehr komischen, irgendwas gesagt, irgendein Kalenderspruch wieder aufgesagt, die er jetzt so tut, um auch so Teamplayer-Fähigkeit und so, und alles schön, wir mögen uns alle. Und das fanden die nicht gut. Und das fanden die wirklich nicht gut. Das fanden die wirklich nicht gut. Und es eskalierte, es ging am Ende tatsächlich darum, dass Lukas den fatalen Satz sagte, er würde ja auch tausend Dinge für sich behalten, anstatt sie zu sagen, weil das gehört sich ja so. Oder man muss ja nicht alles aussprechen. Und dann wollte. Nur weil er halt enttäuscht kritisiert wurde. Ja. Also jetzt auch nicht übertrieben fertig gemacht oder so, sondern die waren halt enttäuscht, haben was gesagt. Vielleicht war das sogar ein bisschen drüber, ja, aber das ist irgendwie eine emotionale Situation, ist jetzt irgendwie scheiße gelaufen, dann steigert man sich da auch vielleicht kurz rein. Aber im Camp wäre wieder alles in Ordnung gewesen, wenn er einfach nur das weggeatmet hätte. Ja. Hätte er locker schaffen können. Eigentlich war das sein Tessa-Moment heute. Hätte es weggeatmet, wäre nichts passiert. Aber es ging nicht. Nee. Und dann fing er an zu diskutieren und zu lamentieren und sich zu beschweren. Und es wurde schlimmer. Und Gigi hat dann irgendwann angefangen, sehr präzise Lukas zu beschreiben. Ja. Er sagte, dass Lukas scheinbar eine gewisse Rolle oder eine Erwartungshaltung erfüllen müsse. Und dass er sich davon nicht irgendwie locker machen kann und versucht da irgendwie nicht anzuecken und niemanden wirklich irgendwie vor den Kopf zu stoßen. Aber das sei hier Reality-TV und Realness würde zählen. Und überhaupt dieses Nicht-Aussprechen sei nicht gut. Aber das Theme hatten wir ja tatsächlich auch durchgängig, auch glaube ich in den letzten Sendungen, dass es quasi so ein Kulturkampf da gibt in dem Kampf zwischen Team Dinge halt jetzt sofort aussprechen und besprechen und dann halt für erledigen klären und Team, ja,
Teppich unter den Teppich kehren und dann grollt man halt 2 Monate oder 6 Jahre, je nachdem. Und dann war's das. Genau. Und das hat Lukas dann vollends auf die Palme gebracht, dass sowas gesagt wurde. Und er hat sich dann, als dann Papis und Gigi irgendwie um die Ecke gegangen sind und Papis sich auch erstmal beruhigen musste, weil das für ihn emotional sehr anstrengend war, hat er versucht, dann direkt die anderen mit einzuspannen und auf seine Seite zu holen, die da noch saßen. Alles sehr, 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 sehr fragwürdige, manipulative Methoden, die er an den Tag gelegt hat. Und im Prinzip, und das ist eigentlich das Wunderschöne daran, all das, was wir schon immer vermutet hatten, hat sich bestätigt. Ja. Es ist einfach so. Wir hatten recht, Dennis. Das können wir uns jetzt auch mal gegenseitig auf die Schulter klopfen. Wir hatten einfach recht. Ja, hatten wir. Sehr schön. Und dann hat er tatsächlich noch versucht, quasi uns zu gaslighten. Im Dschungeltelefon nach dem Motto, ja, ich verstehe nicht, warum die mich wegen dieser Prüfung so angehen, das ist doch so ein Team und überhaupt, Junge, wir haben gesehen, worum es ging. Es lief 5 Minuten vorher. Vielleicht muss er das ja auch einfach selber erzählen, ist das vielleicht für so eine Selbstgewisserung, damit er einfach diese Fassade aufrechterhält? Ja, an solchen Momenten sieht man, glaube ich, immer ganz gut, dass die tatsächlich irgendwann vergessen, dass da Kameras hängen. Ja. Und dann muss halt irgendwie das eigene Gedächtnis, das, woran man sich, die eigene Erinnerung, muss dann auch manipuliert werden, indem man so falsche Behauptungen aufstellt, damit man es irgendwie aushalten kann. Das war schon echt crazy. Und dann hat tatsächlich erst noch geschafft, irgendwie sich Julina gegen den Kopf zu stoßen mit seinem Verhalten. Ja, aber gar nicht, aber das hat er, glaube ich, gar nicht gemerkt. Nee, hat er nicht. Also Julina hatte dann das Bedürfnis, weil sie halt Team, lass mal bitte direkt drüber sprechen, weil sonst hängt es halt hier wie Wolken über dem Camp und das ist scheiße und wir müssen hier irgendwie zusammenarbeiten, wir sind immer weniger und sie hat keinen Bock drauf, das heißt, aber mit dem mache ich keine Nachtprüfung und mit dem mache ich nicht das nicht. Also hat sie gesagt, komm, gehen wir zum Feuer und wir klären es. Und hat Lukas sich erbitten, quasi, ja jetzt bitte nicht, ich brauche noch einen Moment, gerne nach dem Essen. Hat Julina gesagt, ja, kein Problem, respektiere ich. Und hat genau das getan, hat nach dem Essen das zusammenrechnen und er so, ist überhaupt zu früh und überhaupt. Der wollte das knallhart oder den Teppich kehren. Im Zweifel hat er selber schon vergessen, worum es geht oder er hat seine Linie vergessen und hat einfach keinen Bock. Aber das hat dann Julina wirklich fertig gemacht. Nach dem Motto dieses... Es war sein Bolognese-Moment. Ja. Julina ist ja auch zu Papis gegangen und hat ihn, wie ich finde, ganz entzückend getröstet. Ja. Also wirklich, die schafft es echt fast allen Situationen wahnsinnig gute, angemessene, respektvolle Worte zu finden, ohne dass es cheesy ist. Ja. Also bin ich echt jedes Mal wirklich erstaunt, das ist eine Kunst. Ne? Das kann nicht jeder, ich schon gar nicht. Und das ist echt, das ist wirklich gut. Das ist wirklich sehr gut. Das hat sie da auch wieder geschafft und hat dann aber auch zur Kamera gesagt, naja, irgendwie Lukas scheint sich hier irgendwie vorgenommen zu haben, irgendwas zu machen, muss auch irgendwie eine gewisse Rolle darstellen, so dass bei ihm das Leben völlig in Ordnung ist, dass er irgendwie ein Familienvater ist und voll der Teamplayer und so. Und wahrscheinlich war ihm das dann einfach ein bisschen zu viel und dann ist er gerade sozusagen übergeschnappt. Wenn man so will. Er ist einfach mit seinen Kalendersprüchen irgendwann gescheitert. Genau. Auch das wieder eine sehr gute Analyse. Aber ihr fragt mich, Dennis, aber das ist man von ihr jetzt mehr oder weniger schon gewohnt. Das war irgendwie klar, dass sie einen sehr klaren Blick hat. Aber auch da sehr gut gelesen, obwohl sie gar nicht so viel von dem mitbekommen hat. Die anderen haben es ja hautnah erlebt. Aber wie kann es denn sein, dass Gigi das sogar begreift? Der ist doch eigentlich dumm. Ja, ist Gigi dumm? Also auf welcher Ebene ist sie dumm? Weil es gibt ja die eine Dummheit und es gibt ja die andere Dummheit. Ich glaube, der versteht schon dieses Geschäft. Er ist vielleicht nicht erfolgreich in diesem Geschäft. Das ist ja eine andere Kategorie, auch eine andere Matrix, Bewertungsmatrix. Mhm. Und ich glaube, er hat ein gewisses Verständnis für so soziale Dynamiken und er ist zumindest auch so weit reflektiert, was über seine eigenen Gefühle, was ihn vielleicht auch schon verletzt hat, war die Sache mit der Erziehung, weil ihm die Beziehung zu seiner Mutter wichtig ist. Er hat bestimmte Werte tatsächlich. Also es ist quasi. Stopp. Er ist halt nicht allgemein gebildet, hat aber ein relativ okay, stabiles Werteset,
das er auch mehr oder weniger ganz grob auch überall anwendet. Manchmal kommt so ein bisschen so die Faulheit, der Egoismus, ein bisschen so ein paar Marotten halt durch. Aber ich glaube, der ist halt in dem Punkt nicht dumm. Es gibt dumme Leute, die sind halt dumpf. Und er ist nicht dumpf dabei. Ja, ich weiß nicht. Ist er nicht dumpf? Keine Ahnung. Ja, ist ein bisschen schwierig. Also der hat sich schon andere Klöpse geleistet. Ja. Ne? An die müsste man jetzt vielleicht mal erinnern. Der ist einfach faul. Ich glaube, der könnte mehr, wenn er wollte. Aber er ist, glaube ich, auf Effizienz oder aus Faulheit oder Effizienzgründen, je nachdem, entscheidet er sich oft für den bequemeren Weg. Der könnte Faulheit mehr... Faulheit ist ja auch eine Ressource, die man nutzen kann. Ja, so. Und wir merken es ja immer wieder, scheint er durch, dass er schon einen Blick hat auf solche Dinge, aber ist ja nicht immer notwendig, ihn zu haben. Oh. Ich glaube, der ist an dem Punkt gar nicht mal so schlecht. Natürlich hat er Probleme, sei es Aufmerksamkeit. Ja. So. Jetzt ist es natürlich ein bisschen fragwürdig von der Ferne hier so Ferndiagnosen, aber es gibt Fachambulanzen für dieses Thema, so ein bisschen. Okay. Aber sonst, ich glaube, der ist nicht dumm. Tatsächlich, ich glaube nicht, dass der dumm ist. Das wollte ich die ganze Zeit damit sagen. Ja, ich glaube schon. Ich glaube, ich halte den wirklich für komplett blöd. Also wirklich für strohdoof. Der hat irgendwie eine gute Menschenkenntnis, offensichtlich, und kann das auch so ein bisschen verstehen. Ich frage mich nur, woher das kommt, weil ich, also okay, tatsächlich. Also, du beschreibst gerade die Qualitäten eines Hundes. Kein Allgemeinwissen. Aber Menschenkenntnis kriege ich nee, nicht. So, aber ja, genau, auch so intellektuell einfach nicht so ganz auf der Höhe. Ja, eigentlich stimmt, ist eigentlich ein Hund. Schreibt das gerne in die Kommentare, welche Sorte von Hund. Sorte vor allem, Zitrone oder Himbeere. Ja, ich finde das Konzept Rasse irgendwie komisch, vor allem, weil das halt irgendwie menschengemacht ist auch wieder, weil ein Chihuahua hast du noch nicht im Wald gesehen, haben wir uns so gezüchtet. Was sind das? Jetzt sind wir hier schon wieder in Wokistan gelandet im Podcast, Dennis. Du bist doch heute erst beschimpft worden als Linksfaschist, weil du von toxischer Männlichkeit gesprochen hast. Ja. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Also es war wirklich, man muss das mal festhalten, vielleicht brauche ich auch noch eine Nacht, um da richtig drüber zu schlafen, das ein bisschen zu verarbeiten. Vielleicht schaue ich auch morgen irgendwie in der Mittagspause das Ganze nochmal nach. Da steckte so viel drin, das konnte ich auch gar nicht. Also ich habe dann irgendwann zwischenzeitlich aufgehört zu notieren, weil ich das einfach sehen wollte. Ich wollte das nicht verpassen und ich wollte da nicht sitzen und wieder irgendwelche Notizen einhacken. Und ich glaube, ich muss es morgen einfach nochmal gucken. Das war eine ganz, ganz, ganz bemerkenswerte Szene, die... die Maske von Lukas Godales fällt, er hat sich selber demaskiert oder auch demaskieren lassen von den anderen, sehr, sehr billig über ein Stöckchen gesprungen, das wirklich niedrig, niedrig gehalten wurde. Und dann gibt's ja noch die Theorie, das wollen wir nicht verheimlichen, dass das jetzt auch vielleicht ein bisschen Absicht war. Das hat ja Julina selber sogar quasi in den Raum geworfen, die ja, ich glaube, tatsächlich Dschungelcamp-Expertin ist, weil sie hat ja selber mal so fallen lassen, dass sie das so seit der ersten Staffel guckt. Irgendwo fiel das ja, so. Ja, eigentlich ist sie die wahre Zuschauerkandidatin. Genau. Und Julian F.M. Stöckel müsste den Titel aberkannt bekommen. Ja. Und ich glaube, sie hat das raus. Und sie hat das schon, dass sie weiß, dass nach so Briefen so ein Kippmoment ist, weil in diesen Briefen schon kommuniziert wird. Und in dem Brief war ja schon der Hinweis, naja, komm mal ein bisschen aus der, geh mal nach vorne und so und zeig dich und ich glaube, wenn wir dieser Theorie folgend, ist er nicht in der Lage, das einfach mit Nuancen zu spielen, sondern ist plump reingelaufen in die Nummer. Also, ich glaube nicht, dass das so eine geheime Kommunikation war. Nee, es war nicht geheim, es war schon einfach die Message, ey, komm doch mal ein bisschen mehr aus dir raus, das stand ja Wort für Wort so drin. Ja, genau. Ich glaube nämlich nicht, dass das irgendwie so ein Zeichen war, so schönen guten Tag, liebe Grüße aus Mallorca, meine Marktforschung hat ergeben, das. Sondern das ist eher so, das solltest du jetzt mal machen und dann ist das vielleicht
in der Plumpheit der Umsetzung tatsächlich ein bisschen zu stumpf gewesen. Vielleicht auch natürlich, ne, wegen der typischen Begleitumstände, zu wenig Essen, zu wenig Schlaf, alles ein bisschen eigenartig, aber das Problem ist halt, er war halt auch zu sehr Allmann, hat er versucht, einen auf Nice Guy zu machen. Er muss ja auch irgendeine Art und Weise finden, wie er dann tatsächlich so anecken kann. Ja. Und er hat ja versucht anzuecken, indem er alles, was er getan hat, oder so wie er überreagiert hat, das immer noch zu verargumentieren und dem immer noch irgendeine Ratio anzukleben, immer noch zu sagen, na, aber eigentlich habe ich doch recht, die anderen benehmen sich doch komplett daneben und guck doch mal, das ist doch völlig rational, dass ich da jetzt ein bisschen, so reagiert habe. Er versucht das immer noch ein bisschen einzuhegen. Und das funktioniert, glaube ich, nicht. Ich glaube, du kannst nicht so der Allmann-Nerd sein, loyal und Teamplayer-mäßig und dann gleichzeitig anfangen, irgendwie bösartig zu werden. Entweder musst du einen kompletten Heel-Turn vollziehen oder aber du musst es sein lassen. Ja. Was mich jetzt noch mich interessieren würde von dir, warst du jetzt groß nicht überrascht, dass es eigentlich für ihn keine Konsequenzen hat und die Katzenberg-Gang oder diese Fans, Anführungszeichen, ihn einfach jetzt knallhart durchwählen, egal was ist? Ja, ich habe lange überlegt, also lange nicht, so lange haben wir gar nicht Zeit nach der Aufnahme, also nach der Sendung, aber ich habe länger darüber nachgedacht, was das sollte, dass er direkt an Position 1 kam. Und dann habe ich mir gedacht, wenn Lukas auch nur der Drittletzte gewesen wäre, ja, und kein Vielleicht bekommt. Es war ja so, das muss man auch sagen, der RTL bescheißt uns ja nicht bei der Auswertung. Ja. Und er möchte ja auch den Camperinnen und Campern Signal setzen. Wenn die Vielleicht kriegen, dann ist es halt wirklich eng. Das kann man ja anhand der letzten Staffeln und auch der Anrufe, die ja nachher alle veröffentlicht werden, ganz gut nachvollziehen. Ich hätte es genauso gemacht. Warum hätte ich es genauso gemacht? Weil es dann schnell vorüber ist und er sich in Sicherheit wiegen kann. Ja. Und auch die Zuschauer möglicherweise, die für ihn angerufen haben, weil sie gedacht haben, könnte jetzt eng werden, der hat ganz schön Scheiße am Hacken, sich auch in Sicherheit gewogen fühlen. Mhm. Wenn ich den nach hinten gesetzt hätte und gesagt, na, kriegst du ihn vielleicht oder kriegst du keinen, du bist ja auch ziemlich ausgeflippt, ob das die Zuschauer so gut finden, den so nah an den Abgrund zu zeichnen, bringt vielleicht noch extra Aufmerksamkeit für ihn mit. Also ich hätte ihn auch auf Platz 1 gepackt und zwar einfach, weil ich ihn nicht mag und weil ich möchte, dass er möglichst schnell geht. Ja. Und wenn er jetzt zu viele Anrufe hatte, ja, da denke ich jetzt wieder als im Sinne eines maximal manipulativen RTL-Redakteurs, wenn ich ihn nicht mag, setze ich ihn auf die 1, dann vergeht zumindest vielleicht morgen ein Teil dieser Anruferschaft, weil die denken, ach, der ist ja einigermaßen safe. Ja. Darüber habe ich nachgedacht. Hat es mich überrascht, um auf deine Frage auch noch zu antworten, dass er so ziemlich ungeschoren aus der Nummer rauskommt? Ja. Fand ich schon crazy. Okay. Du nicht? Nee, ich habe tatsächlich, da wird einfach stumpf durchgewählt, dass es da ist, gibt es einfach, man steht einfach hinter denen, also das Leuten, die quasi Fans der Katzenberger sind oder der Kleinen. Magst du vielleicht auch noch kurz sagen, dass Lukas einfach Fans hat, vielleicht hilft das. Ja, Lukas hat Fans, das ist tatsächlich leider so. Die spannende Frage ist tatsächlich einzig nur, haben die anderen Leute hoffentlich jetzt demnächst, in den nächsten 2 Tagen, mehr Fans? Und das wird der spannende Teil. Vielleicht müssen wir jetzt langsam auch eingreifen, wir. Ja, ich habe das auch schon überlegt, aber eigentlich widerstrebt mir das. Es ist eine Mark immerhin. Ja, und dann kann man ja nicht mal vom RTL irgendwas gewinnen, sondern von Vinario. Es ist aber auch RTL. Ja, aber... Vinario ist eine Überweisung von Vinario. Ja, das hört sich an wie ein Hersteller von Gemüsepulver. Ich glaube, danach hast du auch eine Steuerprüfung am Hals. Ja, also dementsprechend bin ich jetzt mal gespannt, wer als nächstes rausfliegt. Das ist ja, sind wir ja direkt bei den Prognosen. Ja, sehr gerne. Ich tue mich schwer. Ist es schwer? Es ist wahnsinnig schwer. Ne? Also ich glaube, der Trend hat sich schon in den letzten 2 Tagen so angedeutet, Julina wird, glaube ich, Dschungelkönigin.
Ich glaube, das wird nochmal besiegelt mit der Fressprüfung, die sie haben wird. 100 Pro. Na, sie hatte ja schon die gute Prüfung mit der Geschichte, die sie erzählt hat. Ja. Das ist ja, also die macht einfach alles richtig. Ja. Die macht einfach alles richtig. Außer, dass sie ein bisschen zu viel für die Arschgeigen geweint hat, die aus dem Camp geflogen sind. Ja, aber so. Ich glaube, Damilia, ich bin mir unsicher. Das ist jetzt gerade echt haarig. Es ist, ich glaube, dass wir reden dann am Ende wirklich um einstellige Prozentwerte, die der Unterschied sein werden jetzt demnächst. Mhm. Die sind alle nah beieinander, leider. Lukas halt durch seine Zombie-Sekten-Fans. Die anderen halt tatsächlich, dass sie interessant oder beliebt sind. Eins von beiden. Ich kann mir gut vorstellen, dass Papis rausfliegt jetzt morgen. Und Damilia oder Cosimo. Ich glaube aber eher Damilia. Damilia und Papis gehen. Das würde ich auch sagen. Damilia und Papis. Cosimo wird irgendwas machen. Ja. Cosimo wird in die Dschungelprüfung gehen. Der war, also er wäre jetzt mal wieder dran. Ja. Und ich glaube, wenn er sagt, ich möchte, dann haben die anderen keine Argumente, ihn nicht zu wählen. Und wie gesagt, die Hoffnung besteht, dass wir eine Actionprüfung sehen, wo alle hingehen. Weil mit 6 Leuten ist das eigentlich perfekt, oder? Krieg der Sterne, 3 Leute auf der Rampe, 3 stehen außen und jubeln. Das müsste es eigentlich sein. Ich guck gerade. Madonna. Es waren 5 letztes Jahr. Es könnte also erst die Samstagsprüfung werden. Ja, aber 5 haben wir ja gar nicht. Morgen gehen ja 2. Oder es geht nur einer und dann Samstag gehen 2. Auch möglich. Aber möglich. Ich glaube, kriegt man auch zu 6 hin. Da mache ich mir keine Sorgen. Aber es wäre jetzt tatsächlich. Ist an der Zeit. Es ist reif. Ich finde, man riecht's auch. Ja. Krieg der Sterne. Also Krieg der Sterne. Es waren die Jahre davor immer 5 tatsächlich. Und es war immer. Das war die Prüfung vorm Finale. Ja, okay. Also es kann gut sein, dass wir noch mal einen Tag uns gedulden müssen für Krieg der Sterne. Aber es wird kommen. Es ist einfach viel zu lustig, es ist viel zu geil. Du kannst alle reinstecken, du musst auch... Warte mal, Tag vorm Finale? Du willst mir also sagen, in den letzten Jahren sind auch immer am Tag vorm Finale 2 gegangen? Ja. Ja, dann geht ja nur Jamila morgen. Okay. Ich glaube, damit haben wir es jetzt auch, ne? Ja, jetzt haben wir es tatsächlich. Wir haben jetzt heute massiv überzogen. Wir müssen ins Bett, genau. Achso, wo ist der Überziehungscounter? Hast du gerade parat? Wenn nicht, ja, bereiten wir es morgen nach. Es sind 24 Minuten draufgekommen und wir haben 300 Minuten geknackt. Tada! Ja, wir haben den Paten Teil 1 endlich voll. So. Wenn ihr noch irgendwas für uns tun wollt, nachdem ihr uns jetzt schon 2 Wochen ertragen habt, dann dürft ihr ganz gerne auf dschungelpodcast.de/unterstützen gehen. Da findet ihr alle Informationen, wie ihr uns noch mehr, wie ihr dafür sorgen könnt, dass wir nächstes Jahr auch wiederkommen. Und ihr könnt uns gerne folgen auf Twitter @dschungelpod, Entschuldigung. Da twittert hauptsächlich Dennis immer zu den ganzen Folgen, die laufen. Mein Humor ist nicht so geeignet für ein breites Publikum. Ja, meiner jetzt auch nicht. Und gebt uns Sternchen bei Spotify, Apple Podcasts und empfehlt uns vor allem auch euren Onkels und Tanten. Und dann hören wir uns morgen für zum 1, 2, 3. letzten Mal, vorletzten Mal, wie auch immer. Bis dann. Bis dann.